Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute bin ich hier in Welte und zwar bei Eva Sanders. Moin, Eva. Ja, hi. Eva ist eine Electrified Woman und nicht nur das, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das kann sie euch gleich selber erzählen. Und last but not least, sie fährt ein Polestar 2. Und diesen Polestar 2 werde ich mir heute ausleihen und damit eine Reichweitenfahrt machen und auch einen Test im Vergleich zum Model 3. Und erstmal, Eva, hallo. Nochmal schönen Dank, dass ich den Polestar erfahren darf, dass du mir den ausleihst. Das ist wirklich großartig. Gerne doch. Und vielleicht erzählst du noch mal was über deinen Kanal. Der heißt? Ja, das ist der Kanal Das Blockhaus mit G geschrieben. Da könnt ihr mich finden und da berichte ich halt über meine Erfahrung zum Thema Elektromobilität und aus der Community und ja, so wie ich das alles erlebe und erfahre und jetzt aktuell halt, was mit dem Polestar 2 alles so passiert. Ja, und ich kann euch den Kanal wärmstens ans Herz legen, Das Blockhaus. Gebt das mal in die Suche bei YouTube ein oder ich verlinke das auch in der Videobeschreibung. Und ich kann euch empfehlen, schaut euch das mal an. Ein sehr sympathischer Kanal und ich empfehle euch, den zu abonnieren. Ja, und was Jens noch gar nicht weiß, der Polestar 2 hat noch nicht einmal DC geladen. Das hat sich noch nicht angeboten. Also ihr müsst die Daumen drücken, dass das funktioniert, weil das ist wirklich so ein kleines Kryptonit beim Polestar 2. Okay, bin gespannt. Ich hoffe, dass ich damit dann nicht liegen bleibe. Ich werde natürlich einen Ladekurventest machen und im Leerfahren und dann an einen Schnelllader fahren und hoffen, dass ich ihn dann geladen kriege. Das wird mutig. Das wird spannend. Leute, es wird spannend, deswegen bleibt dran. Ja, bleibt dran. Ja, darf ich vorstellen, das ist Poldi, der Polestar 2 Performance von Eva Sanders vom Kanal Das Blockhaus. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt in einem Polestar sitze. Und ja, es fallen mir gleich so ein paar Dinge auf. Also zum einen finde ich es hier sehr, sehr schick im Inneren. Die Materialien hier an der Tür und vorne an der Front und die Sitze, diese Stoffbezüge, das sieht alles sehr hochwertig aus. Wir haben hier zwar Hartplastik, aber der ist so ein bisschen beflockt mit so einem gummiartigen Oberfläche, ist auch so ein bisschen weich. Hier haben wir Holzimitat, eine große Mittelkonsole mit einem großen Zentraldisplay. Hier haben wir eine induktive Ladestation. Wir haben hier Cupholder und wir haben hier noch eine Mittelkonsole, wo noch ein Cupholder ist und wo man ein ganz bisschen reintun kann. Nicht sehr viel Platz, aber eigentlich ausreichend in den Türen sind. Seitenfächer hier in der Mittelkonsole sind auch noch so zwei kleine Fächer. Ansonsten Knöpfe haben wir hier wirklich ganz wenige. Wir haben hier noch einen Knopf für die Radiobedienung, für die Lautstärke, fürs Warndreieck, für Heckscheiben- und Frontscheibenheizung und ansonsten hier dieser spacige Polestar-Gangwählhebel. Und das war es im Prinzip auch schon. Alles andere bedient man entweder über das Zentraldisplay oder über die Lenkradtasten. Ja, der Polestar 2 Performance, der hat 300 kW, also geht ganz gut ab. Er zieht in 4,7 Sekunden auf 100 und ich habe das vorhin schon mal ausprobiert. Das ist wirklich heftig. Also da bleibt kein Auge trocken. Mehr muss man wirklich nicht haben. Es ist völlig ausreichend. Er fährt bis zu 210 km/h schnell und hat laut Angabe von Polestar eine WLTP-Reichweite von 470 km. Im Idealfall wohlgemerkt. Wann dieser Idealfall mal eintritt, das weiß wahrscheinlich nur Polestar. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Reichweitenanzeige von 430 km bei 100% vollgeladen. Und ich bin gestern ja schon von Welte die 130 km nach Bremen gefahren auf der Autobahn. Und ich kann euch jetzt schon so viel sagen, diese 430 km sind reine Fantasie. Das Betriebssystem dieses Autos ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich Android Automotive. Und das ist sehr, sehr vielversprechend, denn das ist natürlich von Google. Und das bedeutet, dass Google dieses Betriebssystem natürlich auch over the air in Zukunft updaten kann. Das bedeutet natürlich, der Zustand, den wir jetzt haben, und das ist die neueste Software-Generation vom 1. November 2020, der ist nicht final. Und dass er nicht final ist, das merkt man auch. Und ich hoffe auch, dass es da noch ein bisschen mehr gibt, denn so schön es auch aussieht, und ich habe natürlich auch Apps, die ich hinzukonfigurieren kann oder die ich downloaden kann. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen wenig, finde ich. Gut, ich habe Spotify, ich habe eine sehr schöne Google Maps Navigation, leider ohne Satellitendarstellung. Ich habe die ARD Audiothek, ich habe noch so ein paar Internet-Radio-Streaming-Dienste. Und das war es dann eigentlich auch schon. Natürlich habe ich keinen Browser im Moment, ich habe auch kein Netflix, kein YouTube. Das kann aber alles noch kommen. Das bleibt einfach auch zu hoffen.
von der Navigation her, wenn ich Google Maps anschalte, ist es sehr, sehr flüssig. Also der Bildschirm, das ganze System reagiert instant. Da kann man überhaupt nichts meckern. Das ist wirklich klasse. Was auch klasse ist, ist, dass die Navigation endlich bei einem Elektroauto auch die Zwischenladestopps anzeigt und auch empfiehlt, wo man laden soll. Ich kann das mal eben zeigen. Hey Google, navigiere nach München. Nach München navigieren. So, ich habe jetzt hier meine Strecke nach München und ich komme da auf keinen Fall mit einem Akku hin. Das heißt, ich muss Ladestopps hinzufügen. Da drücke ich hier mal drauf und dann wird mir der erste Ladestopp hier um Hannover oder hinter Hannover angezeigt und ich habe die Auswahl aus verschiedenen Stationen. Da kann ich mir mal eine raussuchen. Ich glaube, ich nehme die 3. Die 3 ist Allego Charging. Da muss ich dann 55 Minuten laden. Da drücke ich drauf. Dann werde ich dahin navigiert. Und hier sieht man ziemlich gut, dass ich dort mit 19% Rest ankomme. Aber bis München schaffe ich es dann immer noch nicht. Das heißt, wenn ich da bin, muss ich von dort aus weiter navigieren. Das ist aber auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt. Einziger Nachteil, auf der Karte werden einem auch Ladestationen vorgeschlagen, die unter 100 kW Ladeleistung haben. Und das ist natürlich ein bisschen langsam, zumal dieser Polestar 2 ja mit in der Spitze 150 kW maximal laden kann. Ja, was ist mir ansonsten noch aufgefallen hier an dem Auto? Also einerseits ist das Infotainment-System ein sehr guter Anfang. Es ist aber noch nicht zu Ende entwickelt, würde ich mal sagen. Es fehlen mir noch so ein paar Dinge. Also zum Beispiel, wenn ich meine Kartenansicht anhabe und ich habe zum Beispiel Radio an, dann weiß ich nicht, welchen Radiosender ich gerade höre. Ich kann ihn mir auch nicht aufs Tacho-Display konfigurieren. Ich muss im Prinzip hier auf den Home-Button drücken, damit ich dann in der Kachel sehe, welcher Titel bzw. welcher Sender gerade läuft. Auch wenn ich den Sender verstelle, wird mir nicht angezeigt, welchen Sender ich gerade gewählt habe. Das ist ein bisschen schade. Überhaupt die Ansicht im Tacho-Display wirkt sehr aufgeräumt, sehr modern. Vom Style und vom Design her gefällt mir das super. Ein paar Angaben mehr würde ich mir wünschen. Vor allem die Verbrauchsanzeige, die ist halt im Moment auch noch sehr rudimentär. Also ich habe hier zum Beispiel unter Fahrdaten zwar einen momentanen Verbrauch und einen Durchschnittsverbrauch über die letzten paar hundert Kilometer meines Trips. Allerdings ist diese Anzeige so rudimentär mit so ein paar Balken, also in Form von Strichen, man kann den aktuellen Verbrauch überhaupt nicht vernünftig ablesen. Das ist mehr nur so ein grober Schätzwert, der da steht. Und man sieht auch keine Historie, dass man irgendwie sieht, wie der Verbrauch in einer Art Kurve oder in einem Balkendiagramm in den letzten 10, 20, 100 Kilometern oder entlang des Trips war. Das muss einfach noch verbessert werden. Was auch noch ein bisschen schade ist, ist eben diese Reichweitenanzeige. Die Reichweitenanzeige ist sehr, sehr grob und besonders am Anfang zeigt sie einem eigentlich einen völligen Fantasiewert an. Ich meine, diese 430 Kilometer, die ich jetzt habe, die werde ich vielleicht irgendwann mal unter Idealbedingungen erreichen. Aber sobald ich dann mal starte und losfahre, sinkt diese Reichweitenanzeige doch relativ schnell. Also pro 10 Kilometer sinkt sie eigentlich fast schon um 20 Kilometer und pendelt sich dann irgendwann, je weniger man im Akku hat, auf einen realistischen Wert ein. Das dauert aber eine ganze Zeit, sodass man am Anfang immer denkt, oh, ich komme ja viel weiter, als man nachher in Wirklichkeit kommt. Und das ist natürlich gerade bei den nicht ganz so großen Reichweiten von Elektroautos eigentlich ein No-Go. Ich finde, die Reichweitenanzeige in einem Elektroauto, die sollte dem Autofahrer auf jeden Fall einen zuverlässigen und realistischen Wert bieten. Ja, ansonsten ist der Polestar wirklich sehr, sehr hochwertig von innen ausgestattet. Auch hinten die Sitze sind sehr bequem. Man sitzt wirklich hervorragend. Auch die Beinfreiheit hinten, die ist wirklich gut. Ich finde eigentlich, dass man hier doch besser sitzt als im Model 3, besonders auch die Frontpassagiere. Dort ist einfach das Sitzgefühl, der Sitzkomfort besser, auch weil die Sitzbank vom Gefühl her ein bisschen höher ist als beim Model 3, sodass die Beine besser auf den Sitzen aufliegen, sodass man dort auch längere Strecken eigentlich gut überstehen kann, auch als größerer Mensch. Ich bin jetzt so eine 1,82 und wenn ich hinter mir sitze, mit dem Fahrersitz auf mich eingestellt, habe ich eine super Beinfreiheit, also das ist richtig üppig. Ich begebe mich gleich auf meine Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Und weil ja der Polestar so ein bisschen in der Klasse des Model 3 angesiedelt ist und auch immer wieder so als Model 3 Konkurrent hochgelobt wird, fährt ein Model 3 mit und wir machen mal den Vergleich bei gleichen Bedingungen, gleiche Fahrstrecke. Wie sind eigentlich die Unterschiede im Verbrauch? Kann der Polestar 2 in irgendeiner Form beim Verbrauch dem Model 3 das Wasser reichen?
Aber bevor es losgeht, zeige ich euch natürlich noch ein bisschen was vom Polestar 2, denn ich finde, vom Design ist der Wagen absolut klasse. So, es kann losgehen. Patrick mit seinem Model 3 fährt quasi hinter mir her und wir fahren beide die gleiche Strecke von Bremen nach Bremerhaven, 130 Kilometer hin und zurück. Und dann schauen wir mal, wie wir bei den Verbräuchen liegen. Ich mit dem Polestar 2 Performance, Patrick mit seinem Model 3 Long Range. Wir haben beide die Klimaanlage aus, aber Heizung auf 20 Grad, weil frieren wollen wir ja nicht. Es sind draußen jetzt 5 Grad Celsius. Wir haben sehr nebliges, nieseliges Wetter, also ideale Probefahrtbedingungen für meine Verhältnisse. Dann wollen wir mal starten. Ein paar Sachen fallen mir hier sofort sehr positiv auf. Zum Beispiel kann man hier die Rekuperation super einstellen. In verschiedenen Stufen. Jetzt habe ich sie hier, was auch von Eva so voreingestellt war, auf maximale Stufe, sodass ich im Prinzip überhaupt nicht bremsen muss. Sobald ich das Gas wegnehme, verzögert der mit einer enormen Wucht. Also man verzögert richtig stark und kommt relativ schnell zum Stillstand und bleibt auch wirklich stehen. Das ist erstmal am Anfang gewöhnungsbedürftig. Das ist sogar noch deutlich schlimmer in Anführungsstrichen, als bei meinem Tesla. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann findet man das richtig gut. Mir gefällt es auf jeden Fall jetzt schon ausgezeichnet. Und ja, das macht dann einfach Spaß zu fahren. Die Performance-Variante hier ist vom Fahrwerk doch relativ straff abgestimmt. Also ist gut gefedert, nicht zu hart, aber eben auch nicht schwammig, sondern es ist schon ordentlich sportlich. Was mir aufgefallen ist hier in Bremen, die Straßen sind in Bremen leider nicht immer die besten, wir haben ja auch Kopfsteinpflaster. Die Stoßdämpfer, die poltern ein wenig, wenn man hier über etwas Unebenheiten fährt. Das ist deutlich zu hören. Ist bei meinem Tesla auch ein bisschen, aber die anderen Elektroautos, die ich bisher so gefahren habe, die hatten das natürlich überhaupt nicht. Von daher würde ich sagen, kleiner Kritikpunkt hier am Polestar 2. Was auch noch auffällt hier am Polestar ist das Blinkgeräusch. Das ist im Prinzip so wie so ein mechanisches oder nee, wie so ein elektrisches Klacken im Lautsprecher, so als würde da irgendwie eine Entladung stattfinden. Das gefällt mir persönlich leider überhaupt nicht. Kann man nicht konfigurieren, ist irgendwie Standard. Da sollten Sie vielleicht mal dran arbeiten. Diesen Blinker-Sound, der kann besser. Auf der Autobahn fahren jetzt hier noch 120 wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung. Was sofort ein bisschen auffällt, ist, dass es doch relativ laut in Anführungsstrichen hier ist. Es sind weniger Windgeräusche, die man hört, also die sind doch sehr, sehr dezent. Hauptsächlich sind das Rollgeräusche von den Reifen. Jetzt ist die Straße auch ein bisschen feucht, weil es so leicht nieselt. Das rauscht und dröhnt doch ein bisschen. Also diese 20 Zoll Reifen sind jetzt nicht die leisesten hier, die hier drauf sind, muss man sagen. Was hier im Polestar sehr schön funktioniert, sind die Assistenzsysteme. Der Spurhalteassistent, der adaptive Tempomat, funktioniert wunderbar. Auch beim Spurwechsel kann man dann manuell die Spur wechseln und er findet dann sofort wieder in die Spur und übernimmt wieder das Lenken. Das ist sehr gefällig und funktioniert reibungslos. Ab und zu eiert er mal ein bisschen, bis er die Spur richtig wieder gefunden hat. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Das habe ich beim ID3 zum Beispiel besser erlebt, aber ansonsten kann man da echt nicht meckern, tadellos. Ja, und beim Zwischenstand von 25 Kilometern gefahren haben wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch hier angezeigt von 28,6 Kilowattstunden bei Tempo 130.
Was auch sehr schön ist, ist, dass man sich hier im Tacho-Display drei unterschiedliche Ansichten konfigurieren kann. Gibt es eine Taste für auf dem Lenkrad. Und vor allem die Navigationsansicht hier auf dem Haupttacho-Display, die ist wirklich schön gelöst. Das ist über die volle Breite und die Geschwindigkeitsanzeige sowohl die Reichweitenanzeige gehen dann in den Hintergrund. Sind zwar noch zu sehen, aber ganz klein in der Ecke, sodass man ein ziemlich großes Navi-Display hier auf dem Tacho stehen hat. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, und wie könnte es auch anders sein? Ich meine, ich mache eine Probefahrt und es regnet natürlich wieder. Es ist nicht ganz schlimm, aber es ist ein stetiger, feiner Niesel. Es ist schon ziemlich ätzendes Wetter. Es ist auch total dunkel, es ist heute noch gar nicht richtig hell geworden. Aber gut, so ist es halt bei meinen Probefahrten. Nach den 50 Kilometern, die wir jetzt gefahren sind, ist die Reichweitenanzeige um sage und schreibe 110 Kilometer gesunken. Wir sind ja mit 430 gestartet und haben jetzt 320. Das ist schon ja, ziemlich heftig. Jo, hi Patrick. Was hast du denn jetzt für einen Durchschnittsverbrauch gerade? 261. Oh, interessant. Ich habe 59 Kilometer und 27,9. Hey. Ja. So, 62 Kilometer unterwegs. Gleich kommt hier die Abfahrt Bremerhaven Zentrum und dann machen wir wieder die Wende bei meiner üblichen Wendeschleife. So, an der Wendeschleife angekommen. Ich habe jetzt 67 Kilometer auf der Uhr. Ein paar Kilometer sind dazugekommen, weil wir einen kurzen Umweg fahren mussten wegen einer Vollsperrung der Autobahn. 27,1 Kilowattstunden ist der Durchschnittsverbrauch. Und das ist schon verdammt happig, finde ich. Gut, wir haben 5 Grad, leichter Nieselregen. Wir fahren 130 auf der Autobahn. Aber wenn ich so bedenke, das Model 3 hinter mir hat irgendwie einen Durchschnittsverbrauch von 20 Kilowattstunden. Das hier sind 7 Kilowattstunden mehr. Das sind Größenordnungen. Also ich verstehe es auch nicht, wieso der Wagen jetzt so viel verbraucht. Jetzt haben wir 80 Kilometer gefahren und ich frage mal kurz bei Patrick, wie sein Zwischenstand ist. Bei mir stehen immer noch 27,3 Kilowattstunden auf der Uhr. Hi. Hi, wie ist dein Zwischenstand? Verbrauch? 287 Kilometer. Also 20,8 Kilowattstunden. Genau. Ich bin bei 27,3. Ich habe weniger Kilometer gefahren als du. Bei mir stehen 84 jetzt auf der Anzeige. Bei mir sind es jetzt gerade Dieselrate 88. Also 4 Kilometer mehr, das ist ja eine ganz große Abweichung. Ja, 100 Kilometer unterwegs und wir haben genau 40% des Akkus verbraucht. Wir haben jetzt 58% im Akku gestartet, sind wir mit 98. Das heißt 100 Kilometer, 40%, 250 Kilometer. Das ist quasi dann die Messlatte hier bei Tempo 130 und etwas kühleren Temperaturen von so rund 5 Grad, leichter Nieselregen, feuchte Straße.
Es geht im Sommer sicherlich mehr, da geht sicherlich auch 300. Aber jetzt so in der Winterzeit, wobei das ja nicht mal richtiger Winter ist, auf der Autobahn, würde ich mal schätzen, ist 250 Kilometer hier Ultimo mit dem Polestar 2. Performance. So, wir sind wieder angekommen. Ich habe hier 135 Kilometer auf dem Tacho. Patrick hatte 139,5 Kilometer auf dem Tacho, also irgendwie 4,5 Kilometer Abweichung. Ist nicht ganz klar, warum. Wir sind ja beide dieselbe Strecke gefahren. Die größere Abweichung war allerdings beim Verbrauch. Patrick hatte am Ende 20,2 Kilowattstunden und bei mir beim Polestar 2 steht 26,5 Kilowattstunden. Ja, na klar, es ist die Performance-Version, die wird wahrscheinlich eh ein bisschen mehr verbrauchen als die Normalversion. Patrick hatte ja nicht den Performance oder das Performance Modell 3. Nichtsdestotrotz ist der Verbrauchsunterschied doch ziemlich gewaltig, finde ich. An sich, das Auto, ein super Auto, wunderschönes Design, von außen sieht der einfach fantastisch aus. Die Formgebung, der Kühlergrill, das gefällt einfach. Auch von innen das hochwertigere Auto als das Model 3, muss ich eindeutig sagen. Der Polestar macht einen deutlich wertigeren Eindruck. Aber es gehören ja auch die elektrischen Werte dazu. Und wenn ich eine WLTP-Reichweite von 470 Kilometer kommuniziere, jetzt in Wirklichkeit aber nur 250 Kilometer auf der Autobahn komme, das ist halt ein für mich zu großer Unterschied. Vor allem, man wird bei den Käufern, bei den Kunden, da werden halt Erwartungen geweckt, die das Auto so nicht erfüllt. Klar, im Stadtverkehr wird der Verbrauch niedriger sein. Kann ich jetzt leider nicht testen. Ich gehe mal davon aus, im Stadtverkehr kommt man auch seine 350 Kilometer. Aber auf der Autobahn bei Tempo 130 halt nur 250. Und bei den Ladestopps zwischen 10% und 80% sind das dann auch nur maximal 200 Kilometer, die man zwischen zwei Ladestationen zurücklegen kann. Und das mit dem 78 Kilowattstunden großen Akku. Diese Werte sind für mich einfach nicht gut. Ich finde, da muss Polestar einfach noch dran arbeiten. Er lädt ja zum Glück nicht ganz so langsam. Auf dem Papier stehen 150 kW. Und das will ich natürlich auch noch mal testen. Deswegen nehme ich jetzt gleich noch mal eine Ladekurve auf. Ja, und zum Schluss noch ein Fazit. Wie hat mir jetzt der Polestar 2 gefallen, auch im Vergleich zum Model 3? Also optisch ist der Polestar ein absoluter Hingucker, ein super Auto, wunderschönes Design. Auch von innen sieht es sehr hochwertig aus. Da kann ich überhaupt nichts kritisieren, außer vielleicht diese wuchtige Mittelkonsole, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Das Infotainment-System mit dem Android Automotive ist ein super Anfang, es muss aber noch verbessert werden. Softwareprobleme hatte ich jetzt keine Abstürze, es hakelte nichts, alles hat funktioniert. Doch das, was es so bietet, ist noch ein bisschen dürftig, um es mal so auszudrücken. Das Navi ist spitze, zeigt die richtige Richtung, es werden Ladestationen da angezeigt, wo man sie braucht, nämlich auf der Strecke, wenn man Langstrecke unterwegs ist. Die werden einem eingeblendet, man kann sie direkt anfahren, das ist schon mal sehr gut. Es gibt Abweichungen zwischen der Restreichweite, die das Navi anzeigt, und die das Hauptdisplay, das Tachodisplay anzeigt, die liegen so im Prozentbereich. Das ist vielleicht auch noch verbesserungswürdig. Und ansonsten, na klar, die Verbrauchsanzeige überhaupt und das ganze Informieren
über den Zustand der Batterie, das könnte einfach noch besser sein. Die Reichweitenanzeige hier im Haupttacho ist viel zu ungenau, finde ich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.